habe angefangen als Hotelfachmann mit Zusatzqualifikation, mache jetzt dann noch den Koch hinten dran und ja. Aber deshalb mache ich auch beides, weil ich sage, oder ich denke mir, man kann nicht Leute Sachen machen lassen, die man selber nicht gemacht hat. Mhm. Deshalb würde ich gern beides können und mich dann über die F&B-Schiene hocharbeiten. Und dann kam uns eine nackte Frau entgegen, die sich aus dem Zimmer ausgesperrt hat, weil Bad und Zimmertür sehr nah beieinander liegen und dann, ja. Das ist unser erstes Video für Mixonomy und die Gastro. Und wir erzählen hier ein bisschen was über die Leute, die in der Gastro eher ein bisschen dahinter sind, beziehungsweise hinter den Kulissen und nicht die großen Hotelchefs sind oder jetzt zum Beispiel die klassischen Restaurantleiter nur, sondern es eben auch Leute in der Ausbildung, die sich entschieden haben, den Weg in der Gastro zu gehen. Und zu Besuch habe ich hier zum ersten Mal jetzt Premiere. Den Viktor. Genau. Und der erzählt jetzt mal ein bisschen von sich erstmal. Genau, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Genau, ich bin Viktor, bin mittlerweile schon 24 Jahre alt, nenne mich gerne den ältesten Azubi überhaupt. habe angefangen als Hotelfachmann mit Zusatzqualifikation, mache jetzt dann noch den Koch hinten dran und ja, wollte jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen, wenn ich darf. Darfst du natürlich. Warum hast du dich denn für die Gastro entschieden? War das bei dir schon immer so ein Traum, den du hattest? Kam das irgendwann in deinem Leben, dass du gesagt hast, okay, Gastro voll cool? Oder wie? Eigentlich gar nicht. Ich komme aus einer überhaupt nicht Gastrofamilie. Und ich wollte eigentlich immer studieren und dachte mir, mach was aus deinem Leben. Und dann bist du in die Gastro gegangen? Ich bin in die Gastro gegangen, mach jetzt was aus meinem Leben, genau. Es war mehr wie eine Kurzschlussentscheidung, obwohl ich doch schon vorher in der Gastro gearbeitet habe. Und habe mich vor 4 Jahren dafür entschieden, wollte als Koch anfangen, habe mich überreden lassen zum Hotelfachmann. Und dann kam der Gedanke, jetzt den Koch doch noch zu machen. Und deshalb, genau, bin ich jetzt nochmal dran und mache den Koch. Genau. Im Nachhinein. Und da tut sich schon so eine Frage auf, wenn man so verschiedene Foren oder sowas anguckt, sieht man bei den Auszubildenden, wo eben Ausbildungen abgebrochen werden, sind im Jahr 2016 auf Platz 1 der Restaurantfachmann gewesen. Ja, ich finde die auch abgebrochen. Mit 50,5% und auf Platz 3 direkt, also sehr dicht gefolgt, der Koch mit 48,5%. Was sagst du dazu? Warum entscheidest du dich bewusst für einen Beruf, wo so viele abbrechen? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ganz am Anfang habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach blind rein. Habe es auch nicht bereut. Ich meine, klar, es ist Wochenende, es ist frei, es ist abends, es ist immer dann, wenn die anderen frei haben. Aber man hat auch frei, wenn die anderen nicht frei haben, was manchmal auch ganz geil ist. Und es macht auch Spaß. Also ich kann nicht in einem Büro sitzen, habe keinen Bock drauf, obwohl ich eine Stelle angeboten bekommen habe als Reservierungsmitarbeiter, aber habe ich schon mal jetzt. Das, ja. Und wie ist es so bei dir dann mit Freunden sozusagen? Also wie hat sich da den... Nein, doch, geht eigentlich ganz gut, weil ich meine, gerade in der Küche geht es wieder, man hat keine Nachtschicht mehr. Das heißt, man hat den Abend danach immer noch, auch wenn es irgendwie 11 ist, halb 12, 1, 2, je nachdem. Aber es geht einfach immer noch weiter und viele Gastrofreunde hauptsächlich, ist einfach so. Und manchmal ist man auch ein bisschen allein, aber es geht schon. Also das passt schon. Wem würdest du denn so eine Ausbildung empfehlen, sowas zu machen in die Richtung? Eigentlich jedem, der Lust hat auf wirklich, ich weiß, es klingt klischeehaft, aber es ist wirklich jeder Tag anders. Man erlebt Sachen, die man sonst nicht erlebt, von nackten Leuten in der Lobby oder keine Ahnung wo und so weiter und so fort. Und ich würde es allen empfehlen, die Bock haben, die Welt zu sehen, die aufsteigen wollen, weil ich glaube, so schnell wie in der Gastro funktioniert es so gut wie nirgends. Und in welchen Bereichen siehst du dich da in der Zukunft? Also wo möchtest du da zum Beispiel hin? Ganz nach oben. Ganz nach oben. Also das ist der Plan, genau. Deshalb mache ich auch beides, weil ich sage, oder ich denke mir, man kann nicht Leute Sachen machen lassen, die man selber nicht gemacht hat. Deshalb würde ich gern beides können und mich dann über die F&B-Schiene hocharbeiten bis zum Operations Manager oder Direktor, je nachdem. Cool. Langer Weg. Langer Weg, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, auf jeden Fall machbar für dich. Schauen wir mal.
Zum anderen dann eben die Frage, wie war das bei deiner bisherigen Ausbildung? Was hat dich zum Jobwechsel so, sag ich mal, getrieben? Und was hat dir so nicht gefallen zum Beispiel? Wie ist das mit Chefs und Vorgesetzten, wie sind die zu einem so? Ich hatte eigentlich meistens Glück, meistens gute Vorgesetzte, meistens gute Chefs, die auch immer mich gepusht haben, um weiterzumachen. Und deshalb kann ich da jetzt gar nicht so schlecht drüber reden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, es gibt viele Betriebe, wo das anders ist, aber ich hatte immer Glück soweit. Bin auch sehr dankbar. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Und was war die Frage? Sorry. Plan verloren. Alles gut. Wie sozusagen du einschätzt, wie die Leute so sind. Im Allgemeinen, deine auch Kollegen, deine Vorgesetzten. Also du hast ja da, wie gesagt, positive Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, so übergreifend kann man sagen, die lässigsten Leute, dankeschön. Ich glaube, die lässigsten Leute findet man wirklich auch in der Gastro, eben weil das Berufsfeld zu Hause ist, weil die Zeiten so daneben sind manchmal. Da muss man schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, einen Schuss haben, aber... aber doch schon einen Schuss haben. Das hast du gesagt, ja, aber nee, ich finde es, ich glaube, also sind coole Leute, korrekte Leute. Und hast du auch, wir haben ja vorhin, hast du schon mal erwähnt, man hat immer wieder so Situationen, wo man verrückte Sachen erlebt, gerade mit Gästen auch. Und wir haben eben jetzt auch uns überlegt, in dem Zuge von den Interviews, so eine kleine Story da immer draus zu machen, und zwar unser Best of Guests. Das heißt, jeder erzählt seine Geschichte, seine kuriose Geschichte, die er mal mit einem Gast erlebt hat. Ja, da gibt es wahrscheinlich viele. Gibt es mehrere, ja. Die markanteste war wirklich, glaube ich, mal nachts am FO, als uns eine nackte Frau... eine Rezeption, das Front Office, da kam uns eine nackte Frau entgegen, die sich aus dem Zimmer ausgesperrt hat, weil Bad und Zimmertür sehr nah beieinander liegen. Und war ganz witzig, passiert. Ich meine, klar, die war verpennt. Deshalb. Ja, war die irgendwie hysterisch oder irgendwie? Oder war schüchtern, sag ich mal, war sie. Komplett nachher. Cool. Nachschläfer. war witzig, also wir fanden es witzig, sie glaubt nicht so, aber das hat es irgendwie eingebrannt als eins von mehreren, ja. Ja. Doch, passieren immer witzige so Sachen. Deshalb, ich kann es jedem überraten, es gibt, passieren wirklich geile Sachen und man. Hat zwar schwierige Zeiten, aber ist eigentlich das geilste Berufsfeld, finde ich. Was war so dein schönster Moment in der Gastro, wenn du so drüber nachdenkst? Schwierig, es gibt viele. Also, ich habe mich irgendwie immer wohl gefühlt in der Gastro. Sagen wir so, der schönste Moment ist eigentlich, wenn es läuft. Wenn der Service läuft, wenn das Mise en Place passt, also die Vorbereitungsarbeit. Wenn die Kollegen gut drauf sind, dann macht es wirklich Spaß und dann kann man wirklich was reißen. Und dann kann man die Gäste auch glücklich machen. Und das ist kennst du das? Also geil. Bei mir ist es zum Beispiel voll oft so, wenn ich irgendwie im Service oder sowas arbeite, es gibt ja diese Momente, wo man im Restaurant bis auf 19 Uhr oder so, wo nichts los ist, wo du so rumstehst und so zum 10. Mal den Tisch abputzt sozusagen und dann 19 Uhr, 19.30 Uhr kommt der Ansturm. Knall. Bei mir ist es dann so, dass ich sozusagen diese Phase besonders mag. Wie ist es bei dir? Das Ruhige? Nee, diese Phase, wenn es stressig wird, wenn es richtig abgeht, sage ich mal. Dafür geht die Zeit am schnellsten. Genau. Und ja, nur wenn man in der Scheiße ist, macht es Spaß. Richtig. So kenne ich das also, auch. Also kann ich nur von unterschreiben. Ja. Je mehr los ist, desto besser. Was möchtest du sozusagen als hier Stimme, die du hast, Leuten mitgeben, die sich für die Gastro entscheiden? Dass sie auf jeden Fall durchhalten sollen. Klar, es gibt immer schwierige Zeiten, aber es wird auch immer wieder besser. Und die Möglichkeiten für später sind unbegrenzt. Deshalb rate ich jedem, es bis zum Ende durchzuziehen. Und dann kann er immer noch neu starten oder auch in die andere Branche gehen. Aber ich will es auf jeden Fall durchziehen. Das heißt, du bleibst auch auf jeden Fall dabei. Ich bleib, ja. So schnell werde ich mich nicht los. So schnell kriege ich da keiner unter. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast und ein bisschen uns erzählt hast, wie der Beruf in der Gastro aussehen kann. Und auch so ein Wechsel und trotz hohen Abbrechraten, man sagt, nein, ich mach's trotzdem. Finde ich cool. Ja. Dankeschön. Dankeschön.